Hallo, mein Name ist Ralf Burkhardt. Ich bin Kulturbürgermeister der Stadt Chemnitz und ich bin froh und stolz, dass ich heute eine Weihnachtsgeschichte vorlesen darf. Und warum lese ich die vor? Warum habe ich mir die ausgesucht? Weil sie sich auch so ein bisschen an meiner eigenen Kindheit orientiert, an Gefühlen, die ich auch als Kind so durchgemacht habe, wie der kleine Held aus dieser Geschichte. Die Geschichte heißt Schwarzer Peter und sie wurde geschrieben von Frau Heidi Tövs, die auch Mitglied des Chemnitzer Autorenvereins ist. Schwarzer Peter. Ein Sonntagmorgen im November. Auf den Bäumen und an den Straßenrändern liegt Schnee. Weihnachten steht vor der Tür und wir haben noch kein Geschenk für unseren Enkel Max. Nur, was sollen wir ihm schenken? Er hat doch von allem. Und nach kurzer Zeit hat es den Reiz des Neuen verloren. Ich war wohl im gleichen Alter wie Max, ein Vorschulkind. Mutti nahm mich bei ihren täglichen Einkäufen oft mit. Nachdem wir beim Bäcker und beim Fleischer alles besorgt hatten, beharrte ich meistens erfolgreich darauf. Jetzt zum Kinderland, Mutti. Dieser Spielzeugladen hatte es mir angetan. Es war in der Adventszeit, als ich ihn entdeckte. Ein wunderschöner, großer weißer Teddybär. Zwischen all den Püppchen, Autos, Eisenbahnen und anderen Spielsachen nahm er einen Ehrenplatz ein. Er ließ mein Herz höher schlagen. Den wollte ich unbedingt haben. Nur widerwillig folgte ich Muttis Drängen. Komm, wir haben noch mehr zu erledigen. Wir müssen weiter. Aber diesen Teddy möchte ich unbedingt zu Weihnachten, quengelte ich immer wieder. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. In meinen Träumen fühlte ich sein flauschiges Fell an meiner Wange. Bei unseren täglichen Einkäufen bestand ich darauf, dass wir am Kinderland vorbeikamen. Noch war mein geliebter Teddy im Schaufenster. Und dann, kurz vor dem Fest, klaffte plötzlich eine große Lücke zwischen all dem Spielzeug. Oh, mein Teddy war aus dem Schaufenster verschwunden. Bestimmt war er jetzt beim Weihnachtsmann. Ungeduldig zählte ich die Tage bis zum Fest. Die Aufregung war groß, aber ebenso die Enttäuschung. Auf meinem Gabentisch suchte ich ihn vergebens. Meinen so sehr gewünschten Teddy. Ich hatte ihm bereits einen Namen gegeben. Peter sollte er heißen. Mein geliebter Peter. Wo war er jetzt? Ich war unendlich traurig und alle meine Geschenke interessierten mich nicht mehr. Ich wollte doch nur diesen weißen Teddy. Meine Eltern überlegten, wie es wieder gut gehen könnte, wie es sie wieder gut machen könnten. Und da war die Idee. Im Kinderland fertigte man auch aus Kundenmaterial Spielzeug an. Eigentlich benötigte man doch nur schönen weißen, wuscheligen Stoff. Aber woher diesen nehmen? Kurz nach dem Krieg fehlte es an allem. Aber eine Tante half aus. Sie besaß ein großes Stück des begehrten Stoffes und schenkte uns dieses. Ich war überglücklich. Nun sollte mein Traum doch noch wahr werden. Aber jetzt war Mutti enttäuscht, als sie den kleinen Teddy in Empfang nahm. Der Stoff hatte doch sicher für mehrere Exemplare dieser Größe gereicht. Aber mir war das gleichgültig. Endlich hatte ich meinen lang gewünschten, lieben, weißen Teddy Peter. Er wurde zu meinem ständigen Begleiter. Das hinterließ Spuren. Schön anzuschauen war er bald nicht mehr. Allmählich verwandelte sich das Weiß in Dunkelweiß. Waschbar war er nicht. Sein Rumpf war mit Sägespänen gefüllt. Ein Glasauge hatte er bereits verloren und das rechte Ohr. Das hatte Mutti zum wiederholten Male annähen müssen. Den Rest gab ihm Dieter, unser Nachbarsjunge. Nach einem Streit mit mir rächte er sich grausam. Er wusste, womit er mich am meisten ärgern konnte. Entschlossen schnappte er sich meinen Teddy und steckte ihn in den Ofen. Mein Entsetzen war unbeschreiblich. Heulend bin ich mit meinem schwarzen Peter zu Mutti gelaufen. Der fettige Ruß ließ sich kaum entfernen. Mein guter Peter hatte ein paar Schönheitsfehler mehr.
aber ungeachtet dessen habe ich ihn weiterhin inniglich geliebt. Ja, aber was schenken wir nun unserem Enkelkind? Einen Teddy wohl nicht, denn schon jetzt beansprucht eine stattliche Anzahl von Kuscheltieren viel Platz in seinem Bett. Aber bestimmt ist Ihnen noch etwas sehr Schönes eingefallen. Ich wünsche Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest, bleiben Sie gesund und lassen Sie uns mit Zuversicht in das neue Jahr blicken.